Und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Ja, wir müssen uns jetzt aus der Stadt herausschleichen. Beziehungsweise nein, wir müssen den Drucker ausfindig machen und außer Betrieb setzen. Also der Drucker, mit dem unsere Steckbriefe gemacht wurden. Wir müssen zu dem grünen Punkt da vorne und alles ist hier mit Wachen abgeriegelt. Alles, also wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Das ist gerade ein bisschen doof. Und übers Dach soll ich nicht gehen. Wäre denn hier der nächste Almanach? Almanach? Ich lese Almanach. Bei Almanach lese ich doch noch einmal nach. Sorry. Wollte ich nicht. Ach, das ist ja noch ganz weit weg. Okay, dann schaue ich mal eben kurz auf Karte. Und zoome rein und stelle fest, ich drücke auf falsche Knöpfe. So. Was haben wir da? Da ist die Bürgerwehr, wie ich festgestellt habe. Da muss ich hin. Da will ich hin. So, aber eigentlich sollen wir über einen Tunnel dorthin. Der nächste Tunnel ist hier. Ist doch nicht sein Ernst. Da würde ich ja fast schon eher sagen, dass wir echt übers Dach gehen. Kollege, was machen wir? Hilf mir doch mal. Die Frage ist nur, sind die echt... Ich versuch's einfach mal. Versuch macht ja bekanntlich klug. Wenn man es vernünftig anstellt. So. Zack. Da sind wir. Und der rennt einfach hinterher in den Busch rein. Das ist doch. Also in den Heuhaufen. Ist ja kein Busch. So. Hier sollen wir jetzt rein. Hier wären wir also. Du gehst schon mal rein, oder was? Betreten. Von ganz Boston gesucht. Sequenz 5. Mission beendet. Komplett. Volle Synchronisation. Ach, wir sind auch richtig. Wir sind ja schon ein toller Echt. Darauf erstmal ein Stückchen Energy. Nam. Energy Zero. Beste Kombo, die es gibt. Schmeckt ein bisschen anders, aber immer noch erträglich. So. Ich warte. Ich kann ja auch nicht. Ah. So, wir haben uns ja schon mal in die Untergründe von Boston verirrt. Da haben wir uns auch echt verirrt. Also, ja, verirrt haben. Wenn das nicht Verirrung war, dann weiß ich auch nicht. Ich stelle das mal eben ein bisschen weiter weg. Nicht, dass hier noch ein Unheil geschieht. So. Schnellreise. Gefunden. 2 von 10. Alles klar. Und nun? Wo soll ich denn hin? Ich soll da vorne irgendwie hinkommen. Das heißt, ich müsste als erstes mal so in die Richtung gehen. Das scheint mir ein guter Plan zu sein. Kommt auch. Zünde die Lampen mit deiner Laterne an, Connor. Sie zeigen uns den Weg, sollten wir umkehren müssen. Und weshalb bauten Sie diese Tunnel? Ja, beantworte mir meine Frage bitte. Warum bauten Sie diese Tunnel? Möglicher Ausgang in der Richtung. Mhm. So. Was haben wir denn hier? Hier haben wir erstmal noch eine Fackel. Geht es ja auch gleich weiter. Sehr gut. Lass uns weitergehen. Crown Coffee House. Ich will die nicht ablegen. Ich will die da dran halten. So. Wo wäre es jetzt am schlauesten hinzugehen? Da würde ich fast sagen nicht. Also gehen wir mal hier lang. Zack, zack, zack.
So sehr es mich schmerzt, das zu sagen, aber wir müssen den Ratten folgen. Sie bewegen sich oft in Richtung Ausgang. Alles klar. Ich sehe sie nur kaum. Wo? Wo, 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 wo? Ist sie da lang gelaufen? Ich hoffe es für sie. Achso, war nur Spinneweben. Ich dachte schon, das wäre wieder so ein Krisseleffekt für benutzbare Gegenstände. Das ist doch falsch. Ja, okay. Ich dachte, die Ratte wäre hier lang gelaufen. Na, wenn du sagst, wir gehen in die andere Richtung, dann gehen wir eben in die andere. Halt! Fackel. So. Geh mal hier lang. Ganz einfach. Nur noch ein Fackelchen an. So. Und dann gehen wir hier lang. Sieht ja schon mal richtiger aus. Auf jeden Fall. Tada! Noch. Ups. Ja, ich wollte eigentlich noch das Fäckelchen anmachen, aber. Gut, gut. Du hattest recht. Ich entschuldige mich für meine Zweifel. Kein Wunder, dass Achilles so an dir interessiert ist. Abgeschlossen. Teufel! Ich schätze, Schlösserknacken gehört nicht zu deinem Repertoire. Wenn du wüsstest. Ah, Mann, 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 wie war das denn nochmal? Schlösserknacken. Ja. Und offen. Ich will das auch können. Gut gemacht. Der Drucker ist nicht weit. Wir sehen uns dort. Wenn du das sagst. Okay. Das war unsere Zusatzmission. Gab's nicht. Deshalb volle Synchro. Juhu. Da, 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 da. Ich kann auch mit dem Connor hier tanzen. Da, 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 bam, 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 bam. Oh, wir laufen einfach mal ein bisschen rum. Mich würde ja interessieren, wann Connor auf Kenway trifft. Natürlich, das ist eine Frage, natürlich ganz am Ende. Ja, ich komme hier auf Fragen, ich muss mich entschuldigen, es ist gerade 12 Uhr geworden. Gut, also was passiert als nächstes? Wann werden wir endlich zum Assassinen ernannt? Das möchte ich gerne wissen. Schnellreisesymbol. Alles klar. Mit Samuel Adams treffen. Alles klar. Aber bei der Gelegenheit, wenn da oben so ein Vogelsymbol ist, würde ich das doch mal eben noch gerne machen. Da vorne ist der Turm. Und da ist das Dach, womit man da rüberkommt. Hopp. Das Old North Meeting House. Wir müssen uns auf jeden Fall die ganzen Informationen irgendwann mal beizeiten durchlesen. Mach ich irgendwann mal so eine Vorlesefolge. Und. Hopp. Synchronisieren. Ah, wir sind am Hafen. Okay. Verstehe. So, wo ist hier mein Geliebter? Da unten. Banzai! Aber wenn du da einmal verfehlst, ist so richtig kacke. Dann gehe ich halt wieder. Was mache ich denn jetzt? Ich beobachte mich doch. Ich kann die doch nicht wegbremsen. Ich laufe ja schon, ich laufe ja schon. Kann ich irgendwie einen bestechen dafür? Den kann ich nur überfallen. So. Nehmen wir es mal hier rein. Und der geht jetzt weg, oder was? Ich
Wie komme ich denn da rein? Ich kann doch nicht einfach straight da reinlaufen. Und die umnocken will ich auch eigentlich nicht. Au. Aua. Warum habe ich keine Waffe ausgewählt? Aua. So nicht. Aua. So. Keiner gesehen. Samuel, warum hast du die Wachen nicht weggemacht? Du verlangst sehr viel von mir, Sam. Ich weiß, aber ich wäre nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre. Es ist wirklich unerlässlich. Gut, doch nur dieses Mal. In Zukunft haben diese Dienste ihren Preis. Die Druckplatte zu ändern ist ausgesprochen schwierig. Ganz zu schweigen von der Gefahr, entdeckt zu werden. Ich werde deine Güte nicht vergessen. Ich auch nicht. Dank ihm wird man bestimmt nicht länger nach dir suchen. Komm, ich zeige dir, wie du abreisen kannst, jetzt, wo wieder Ruhe herrscht. Bestimmt in irgendeinem Heuwagen oder sowas. So, nun hattest du Gelegenheit, alles mal zu sehen. Unlauteres Benehmen wird die Bürger erregen und bringt sie dazu, die Wache zu rufen. Abhängig von der Schwere deiner Verfehlungen suchen sie vielleicht nur kurz nach dir, bevor sie zu ihren Posten zurückkehren. Doch bei schweren oder wiederholten Verbrechen werden sie bei der Verfolgung aggressiver vorgehen. Vergiss das nicht. Es gibt drei Wege, das Blatt zu wenden. Entferne Steckbriefe, besteche Stadtschreier oder erstelle bei einem Drucker deine eigene Propaganda. Das ist falsch. Warum erkläre ich nicht einfach, dass ich unschuldig bin? Weil es niemand glaubt. Ist das dein Ernst? Wir erwidern Lügen mit Lügen. Hier wären wir. Sprich mit dem Hafenmeister und er bringt dich heim. Hab Dank für alles, Sam. Ich verspreche, den Gefallen bald zu erwidern. Oh, ich zähle darauf. So richtig? Yeah! Friend plus eins. So, zum Hafenmeister gehen. Guter Mann, bist du der Hafenmeister? Ich glaube ja. Hallo, Hafenmeister. Wo soll ich jetzt hin? Boston? Grenzland? Davenport-Siedlung? War das die Davenport-Siedlung? Ich glaube ja. Ich hoffe mal ja. Juhu! Schön, dass Schnellreise mal so schnell geht und man keine Ladebildschirme hat. Ach, komplett falsche Richtung. Ach, gehen wir doch mal da lang. So. Ach, nun sind wir hier. Ist das untergegangen? Achso, das ist ein anderes. Okay. Wir müssen da oben hin. Glaube ich. Sieht ganz so aus. Also, ich rufe mal die Karte auf. Ja, doch, das sieht richtig aus. Wir sind auch im Jagdgebiet, das heißt, wir können theoretisch auch was jagen, wenn hier was rumläuft. Wir laufen. Was ist das denn? Wo ist es hin? Vorsichtig. Wo ist das Tier? Wo ist das Tier? Ich habe es nicht gesehen, wo es hingelaufen ist. Weil mein Mikro hier vorhängt. Ja. Wo läuft es denn hin? Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Einem Wapiti möchte ich auch nicht nochmal begegnen. Hier oben was Besseres.
Ja, einiges, aber keine Tiere. Ich finde es echt cool, wie der Schnee wirklich so mitgeht. Also wie man hier Spuren hinterlässt. Das finde ich echt cool gemacht. Hopp. Zack, 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 zack. Gleich sind wir auch schon da. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge kommen wir dann mal an. Bis dahin. Ciao.